Tja, da ist es, das Schwein, das lila Aue-Schwein, das heute auch noch einem guten Zweck dient. Nämlich dem, dass man Selfies machen kann. Und mit diesen Selfies, beziehungsweise mit einem Obolus für diese Selfies, soll dann die zu erwartende Strafe abgefedert werden, die Dynamo zahlen muss für den... Ja, richtig. Tja, für den Bullenkopf, aber Schwamm drüber. Heute zählt nur das lila Schwein. Und die ersten stehen Schlange für das lila Schwein. Das gibt's eben nur bei Dynamo. Tja, da dürfte es ordentlich scheppern in der Kasse, wenn man sich die Schlange jetzt schon ansieht. Meister, dafür, dass ich ein bisschen filme. Danke, Tim. Das Schwein ist Scheiß gekreuzt. Himmel, eigentlich wieder alle auf. Sofort ist das die Attraktion des Tages. Das lila Aue-Schwein vor dem Spiel gegen unsere Freunde, in Anführungszeichen, gegen die Schachtis aus Aue. Möge das lila Schwein heute ausnahmslos Dynamo Glück bringen. Hat schon mal Glück gebracht. Du musst einstellen. Stell dich so hier, ja. Hier. Tja, und die Schlange, die wächst von Minute zu Minute. Es ist tatsächlich der helle Wahnsinn. Und das, obwohl es hier ganz, ganz unangenehm die Wetterbedingungen vorherrschen. Es regnet, das ist aber den Dynamo-Fans völlig egal. Die wollen einfach nur eins, das lila Schwein begutachten, ein Selfie machen und für einen guten Zweck spenden. Es ist ja sogar die Rede davon, dass hier einige Auer-Fans Erinnerungsfotos schießen wollen. Okay, wir wollen es ja nicht verheimlichen, zumindest ein bisschen hat es ihnen ja auch Glück gebracht. Wir denken nur an das 1:1. In der vergangenen Saison, das am Ende auch für Aue gereicht hat, um in die zweite Liga aufzusteigen und um, können wir ja auch mal sagen, heute hier ein Derby zu sehen, bei dem es aber, wie gesagt,